Alexander, die wichtigste Frage vorab, die uns wahrscheinlich jetzt am meisten bewegt. Es gab einen Spielabbruch. Was weißt du dazu aus deiner Sicht? Ja, ich habe gehört, der Schiedsrichter kam auf uns zu und hat gemeint, dass der Linienrichter was abbekommen hätte, eine Walnuss oder eine Haselnuss oder irgend so etwas, und hat direkt gesagt, Spielabbruch, und ist auch direkt reingelaufen. Mehr wissen wir jetzt gerade auch nicht. Wir müssen abwarten, er ist noch drin und berät sich noch, aber ich gehe davon aus, dass nichts mehr weitergeht jetzt. Hast du denn selbst als Spieler was mitbekommen? Es geht ja darum, dass der Linienrichter beworfen, beleidigt oder beides wurde. Also ich habe nichts mitbekommen, ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nur den Schiedsrichter beobachtet, wie er dann zum Linienrichter hingelaufen ist, weil der ihm ein Zeichen gegeben hat. Und daraufhin hat er ihm auch irgendwas in die Hand gedrückt. Ich denke, die Walnuss oder Haselnuss. Und daraufhin hat der Schiedsrichter abgebrochen. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass was geworfen wurde. Hast du sonst mit anderen Zeugen gesprochen, die, außer den Schiedsrichtern bzw. dem Linienrichter? Nee, also keiner von uns hat irgendwas gewusst. Der Einzige, der weiß, was war, war der Linienrichter. Und der ist in der Kabine. Gut, kommen wir zum Spiel, auch wenn es etwas kürzer war und jetzt abgebrochen wurde. Wie es gewertet wird, ist wahrscheinlich noch unklar. Aber kannst du uns sonst was zur Spielanalyse sagen? Ja gut, wir haben in der ersten Halbzeit auch zu wenig Leidenschaft gezeigt. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe reingegangen, was uns in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, einfach nicht passieren darf. Da müssen wir einfach über den Kampf zum Spiel kommen, müssen die Zweikämpfe besser annehmen. Ist uns dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen ein Stück weit besser gelungen auch. Waren dann auch druckvoller bis nach vorne. Haben dann das 3-2 gemacht, bekommen dann das 4-2. Ja, unglücklich, der Ball wird einfach in die Mitte blind geschlagen, der Stürmer hält den Fuß hin. Man muss einfach aber auch sagen, die gegnerische Mannschaft erzwingt dann eben dieses Tor, dieses 4-2. Und das geht uns aktuell noch so ein bisschen ab, dass wir uns auch die Tore dann mal erzwingen, auch mal so eins schießen. Ihr steht ja jetzt ein bisschen unter Druck, würde ich mal sagen. Ihr seid auf Tabellenplatz 17 und man könnte einen Befreiungsschlag erwarten. Heute ist dieser Befreiungsschlag irgendwie ausgeblieben. Ja, wir reden eigentlich von Woche zu Woche, dass eben dieser Befreiungsschlag auch kommen muss. Und wir sind uns bewusst, unserer Lage bewusst, dass es für uns knallhart nur gegen den Abstieg geht. Und wir müssen einfach das wieder auf den Platz bekommen, die Tugenden, die einfach im Abstiegskampf einfach zählen. Und das ist einfach nicht schöne Spielerei, das ist einfach Kampf, Leidenschaft und Wille. Und diese Situation einfach auch annehmen und alles, was jetzt die letzten ein, zwei Jahre war, einfach auch vergessen und ad acta legen. Und wir müssen uns auf den Abstiegskampf konzentrieren und die Punkte einfahren, die wir brauchen, um unten rauszukommen. Die Qualität wird ja da sein, aber was ich persönlich wahrnehme, ich bin kein Experte, ist eine gewisse Unsicherheit und die Schnelligkeit, die früher da war, die geht auch irgendwie ab. Ja, sicher, das ist auch irgendwo ein Kopfproblem. Die Mannschaft ist vor zwei Jahren aufgestiegen, überzeugend, was keiner gedacht hätte, hat überragende Leistungen erbracht, auch letztes Jahr in der Regionalliga gute Spiele gemacht. Und dann steigt man ab und man denkt einfach, okay, man kann dann auch wieder mithalten in der Oberliga. Und aktuell ist es eben nicht so. Das sind mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Das ging schon auch in der Vorbereitung los mit den Verletzten auch, Urlaubern. Es kam einfach vieles zusammen und das schleppen wir jetzt noch ein bisschen mit uns her. Auch die englischen Wochen in den ersten fünf Wochen, die wir hatten, wo viele Stammkräfte gefehlt haben, immer wieder angeschlagene Spieler. Und wenn dann halt mal vier, fünf Leute ersetzen muss, auch auf Dauer, ist es auch für uns dann schwierig. Ja. Du warst ja lange Zeit von einer Verletzung zurückgeworfen, konntest lange Zeit nicht spielen. Auch hier, heute warst du nicht in der Startelf. Wie geht es dir damit? Also wie ist die Verletzung? Ist sie auskuriert? Ja, ich war ja in der Vorbereitung dann auch fünf, sechs Wochen verletzt mit einem Muskelfaserriss und habe dann am Dienstag wieder was gespürt am Oberschenkel und habe dann auch am Donnerstag nicht trainiert und deshalb war ich heute auch erstmal auf der Bank. Aber als ich reinkam, hat er gehalten, der Oberschenkel. Jetzt hoffe ich, dass ich mal verletzungsfrei bleibe und dann auch Gas geben kann in den nächsten Spielen. Aber ist relativ unsicher. Ja, was heißt unsicher? Ich bin da einfach ein bisschen anfällig, was muskuläre Geschichten angeht und ich muss da einfach jetzt auch mal vielleicht andere Wege finden, um das in den Griff zu bekommen. Und ich bin aber zuversichtlich, ich gebe nie auf, ich werde immer weiter fighten und es wird auch wieder aufwärts gehen.